Ja, das haben wir einmal uns hier und alles andere auch. Läuft. Ja, hallo Leute. Wir sind hier im schönen Lac Blanc Bikepark, meinem Lieblingsbikepark. Einer der besten in Europa, wie ich finde. Wir sind hier mit Julian aus dem Einkauf. Servus. Mit dem Basti. Hi. Und mit dem... Und mit dem Stefan natürlich, sorry. Alle auf Lightwheel unterwegs, wie sich das gehört. 3x601, 1x301. Ja, ihr könnt uns folgen unter dem Hashtag Our Season with Lightwheel. Da sind wir das ganze Jahr ein bisschen unterwegs. Hier und da, diesmal steht jetzt mal Bikepark an, ein bisschen was Härteres. Aber jetzt zeigen wir euch erstmal eine Easy-Strecke, und zwar die La Cool und die La Easy. Das sind halt schöne Strecken zum Warmwerden hier. Nicht ganz so rumpelig, eher flowig, schnell, kann jeder gut fahren, machen trotzdem sehr viel Spaß. Ja, dann würde ich sagen, geht's mal los, ne? Jungs, gute Fahrt. Jo, hier ist das der Einstieg. Hier geht's jetzt los zu allen möglichen Strecken, die man dann auch immer fahren will. Rechts ein Mini-Wall-Ride, macht Spaß, zack. Schöne Anliegerkurven, alles sowieso ziemlich nett gebaut hier, alles schön sicher gebaut, kann man echt gut fahren. Echt nur zu empfehlen. Ich meine, jetzt Einstieg ein paar Tables, die man schön springen kann. Zack, zack. Hier ein kleines Minigap. Echt super easy zum Reinkommen. Die Strecke ist auf jeden Fall perfekt zum Starten hier. Schön easy ein bisschen abziehen. Überholen wir mal kurz. So, rechts geht's hier ab. Die Jungs da fahren wohl zu Lafatte. Gucken, ob ich dranbleiben kann. Der Rainer ist ja immer sehr schnell unterwegs. Jetzt geht's mal rechts zur auf die La Cool weiter. Nachher fahren wir auf die La Easy durch. Hier links geht's jetzt ab. Jetzt kommen ein paar kleine Drops. Tables, Sprünge. Geht ein bisschen ins Flat, knallt ein klein wenig, aber dafür sind die Bikes ja da, das könnte ich schon wegstecken. Ja, gestern hat es auch gut geregnet, dementsprechend die Strecken auch noch gut feucht, aber ist super zu fahren, super griffig, macht mega Fun. Oh, der Renner lässt mich mal vor, das ist aber nett. Danke. Gucken wir uns mal an, was der Julian hier so veranstaltet. Ja, so richtig schön hier, mit Wetter haben wir auch Glück. Gestern war es ziemlich regnerisch ab Mittag. Da konnte man dann gar nicht mehr fahren, da war wirklich nur noch Regenparty. Dafür haben wir dann umso mehr Bierchen getrunken. Netter Table. Auch schön einfach zu springen. Das Schöne ist halt, manche Flow-Strecken finde ich dann manchmal ein bisschen langweilig. Versuchen wir gleich mal durchzufahren. Ist ja auch nicht der Fall. Man hat immer noch Wurzelsteine, muss gucken, was man da tut und so. Macht echt viel Spaß. Hier nochmal ein Table, den man gerne mal überspringt. Aber das macht nichts. Mit einer dicken 36er vorne, die da rumwerkelt, kann man so einiges auch mal zu kurz oder zu weit springen. Jo. Ein paar Steinchen. Ein paar kleine Wellen und Sprünge. Der Julian, der stylt sich hier schon einen zurecht. Hier können wir jetzt gleich auch wieder auf andere Lines, auf andere Strecken rüberfahren. Wir bleiben aber hier auf der. Die gefällt mir gut, das macht Spaß. Direkt durch. Jo. Und weiter geht's. Viele Kurven hier. Typisch Bikepark. Alles gut. Gut griffig. Mit den Bremswellen ist es auch nicht übertrieben viel. Geht eigentlich alles ganz locker. Eine schöne kleine Wurzelpassage. So, wird mal ein bisschen was schneller. Jetzt zeige ich euch mal einen Trick. Kleines Geheimding, kennt nicht jeder. Man kann über den Felsen rollen. Und fährt Rob ab. Oh, der Rainer mit den Shortcuts. Und jetzt hier den Julian überholen. Da wundern sich immer viele Leute, weil sie diesen Stein gar nicht kennen. Und weiter geht's rein. Hier auch super schöne Sektion. Ein paar Wurzeln. Wird ein bisschen schneller. Oh, falsche Line. Über den Stein. Auch nicht schlimm. Passt schon.
gut, die Wurzeln sind auch noch teilweise gut rutschig. So, gucken wir mal, was hier so geht. Lassen wir Julian nochmal vorbei. Jo. Julian ist noch nicht ganz so lange dabei, seit 3 Jahren fährt er, glaube ich. Dafür macht er sich super, kommt super klar. Ich als alter Mann bin ja schon ein bisschen länger im Geschäft. Aber das Biken macht einen, hört einfach niemals auf, Spaß zu machen. Hier super schöne Sektion. Hier gibt es ein paar krasse Kids, die überspringen den Dreier hier. Das sind dann 8 Meter. Das ist für mich nichts. Das würde ich nicht schaffen. Das sollen die Jüngeren übernehmen, die jungen Wilden. So, jetzt der untere Teil. Viel kommt jetzt nicht mehr, aber kommen noch ein paar schöne Highspeed-Sektionen, ein paar schöne Kurven. Jetzt kommt hier eine schöne Kurvenkombination. Mal gucken, dass man den Speed beibehält. Aber trotzdem überhole ich jetzt mal hier eine Kurve. Wow, das war knapp. Kleiner Slide in Julian 601 rein, fast schon. Ich hoffe mal, die Linse hat jetzt kein Wasser abgekriegt. Und wir sehen noch was für euch zu Hause am Fernsehgerät. Ups, das war ein bisschen Stau. So, jetzt haben wir es gleich schon geschafft. Ein Minitable zum Schluss. Und dann ist man wieder an der Liftstation. Das waren jetzt so 300, 350 Höhenmeter. Schöne Strecke. Finde ich. Geile Nummer. Geile Fahrt. Sauber. Da kommt noch der Basti runter. Super, Jungs. Ne, also mal Lac Blanc mal vorbeikommen. Ist nicht so weit. Man muss nicht direkt bis in die Alpen runterfahren, um jede Menge Spaß zu haben. Ich glaube, 6 Strecken gibt es hier. Das war jetzt eine der einfacheren. Bis hin zu Knüppel aus dem Sack ist alles da. Also bleibt dran. Our Season with Lightwheel, der Hashtag. Da findet ihr uns bei Instagram, über Facebook und Instagram und bei uns im Blog natürlich. Hauen wir immer wieder was raus. Also, bis dann, macht's gut. Haut rein. Ciao. Ciao.